An jedem ersten Werktag im Monat gibt es bei der Bundeskasse in Halle eine sehr große Transaktion. Von ihrem Konto bei der Bundesbank-Filiale in Leipzig überweist sie im Jahr 2015 Monat für Monat mehr als 2 Milliarden Euro. Auftraggeber: das Bundesfinanzministerium. Empfänger: die EU. Das Geld geht aber nicht direkt nach Brüssel, sondern landet erstmal auf dem Konto der EU-Kommission bei der Bundesbank in Frankfurt. 12-mal jährlich. Das macht für 2015 rund 24 Milliarden Euro. Damit liegt Deutschlands Anteil am EU-Haushalt bei knapp 17%. Das ist der größte Geldbetrag, den ein EU-Land aufbringt. 2015 flossen 11 Milliarden Euro von der EU zurück in die Bundeskasse und von dort weiter auf die Konten der Bundesministerien. Die größten Batzen: Landwirtschaft und Umwelt, 6 Milliarden Euro. Wirtschaft und Forschungsförderung, 4,6 Milliarden Euro. Insgesamt bekam Deutschland fast die Hälfte seiner Zahlungen an die EU wieder zurück. Länder, die mehr zahlen, als sie bekommen, nennt man Nettozahler. Deutschland ist der größte Nettozahler, gefolgt von Großbritannien, Frankreich und den Niederlanden. Aber Deutschland ist auch das Land mit der größten Wirtschaftsleistung. Die Beiträge für die EU orientieren sich am Bruttonationaleinkommen. Das ist die Summe, die alle Bewohner eines Landes in einem Jahr erwirtschaften. In Deutschland waren das 2015 3 Billionen Euro. Betrachtet man jetzt, wie viel Prozent des Bruttonationaleinkommens ein Land an die EU zahlt, ergibt sich eine andere Reihenfolge. Dann liegen die Niederlande auf Platz 1 und auf Platz 2 folgt Schweden. Deutschland liegt auf Platz 3, dicht gefolgt von Großbritannien. Nochmal anders sieht es aus, wenn man sich anschaut, wie viel jeder einzelne EU-Bürger nach Brüssel überweist. Mit 225 Euro auf Platz 1 die Schweden. Gefolgt auf Platz 2 von den Niederländern mit 218 Euro. Auf Platz 3 folgen die Briten mit 177 Euro. Und erst an vierter Stelle kommen wir. Jeder Deutsche zahlt 175 Euro jährlich an die EU. 2015 waren das genau 48 Cent pro Tag, der Preis für ein Brötchen. Ob es das wert ist? Frieden, Freizügigkeit und Freihandel für ein Brötchen täglich? Das muss jeder selbst entscheiden. Moment, Moment, Moment. Ich weiß, ihr wollt zum nächsten Video, aber wie wäre es mit einem von diesen beiden hier? Ich glaube, sie könnten euch interessieren. Falls euch dieser Kanal interessiert, gerne hier oben kostenlos abonnieren. Und wenn ihr wirklich nichts verpassen wollt, unten auf die Glocke drücken, dann kriegt ihr nämlich auch Benachrichtigungen, wenn ein neues Video kommt. Das passiert nämlich jede Woche. Und das war's auch schon. Ich lasse euch in Ruhe. Bis bald.